Was geht ab, Leute? Misha hier. Heute soll es um die Studienfinanzierung gehen. Bevor ich zu diesem Video komme, möchte ich euch einen neuen Kanal vorstellen, den ich vor ein paar Tagen entdeckt habe. Und zwar, ich kriege ja immer wieder Anfragen von euch bezüglich des Medizinstudiums. Misha, wie lerne ich zum Beispiel am besten Aminosäuren auswendig? Wie packe ich Chemie? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Und das ist ja nicht das Hauptthema meines Kanals. Mein Kanal ist eher allgemein gehalten. Ich habe mich nicht darauf spezialisiert. Ich studiere halt Medizin. Und der Kanal, den ich jetzt entdeckt habe, der ist von der Ella. Sie studiert im vierten Semester Medizin und sie hat sich wirklich auf Medizin spezialisiert. Das heißt, sie macht Videos rund ums Medizinstudium. Die zeigt euch, wie ihr irgendwas am besten auswendig lernt, wie ihr euch aufs Physikum vorbereitet, also was ihr beachten müsst, wenn ihr in ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel fürs Medizinstudium geht. Und alles wirklich Themen rund ums Medizinstudium und nicht so wie bei mir, dass ich halt nochmal viele andere Sachen mitbehandle und auf einige Themen kann ich einfach nicht eingehen, weil die einfach viel zu speziell sind. Die macht die dann zum Beispiel. Das andere Gute ist natürlich auf ihrem Kanal, sie ist im vierten Semester. Das heißt, sie kann vor allem sich noch viel besser erinnern an diesen Anfang vom Studium. Wie bin ich ins Bewerbungsgespräch rein? Sie hat sich in Essen zum Beispiel beworben, war im Auswahlgespräch. Und die steht zum Beispiel, oder hat jetzt, glaube ich, Physikum gemacht oder steht jetzt vor dem Physikum. Und sie hat das alles noch viel, viel klarer vor Augen als ich. Bei mir ist das alles schon ein bisschen weiter weg und ich bin jetzt in der Klinik eben und dadurch fällt es mir manchmal schwer, mich wieder in diese Situation zu versetzen, wie sich ein Studienanfänger fühlt. Und das findet ihr auf ihrem Kanal. Weil sie kann das richtig gut abhandeln und sie hat das klar vor Augen. Und aus diesem Grund, Leute, schaut unbedingt vorbei, alle, die sich fürs Medizinstudium interessieren. Ansonsten, wie immer, packe ich alle Links in den Beschreibungskasten. Ich werde ihren Kanal auch hier im Fenster verlinken. Aber falls ihr zum Beispiel vom Handy schaut, dann schaut einfach runter in den Beschreibungskasten. Da sind alle Links drin, auch die Links von mir. Schaut bei mir unbedingt auf Facebook vorbei. Wir machen jetzt hier weiter mit der Studienfinanzierung und natürlich, ich werde das jetzt ein bisschen aufs Medizinstudium eher beziehen, weil einfach die Frage von jemandem kam, der Medizin studieren will, er will in Österreich studieren und sagt, hey, bei mir scheitert es an der Studienfinanzierung, Misha, was soll ich machen? Ich kriege keinen BAföG und ja, was mache ich jetzt? Ich habe mir jetzt einfach alles grundlegend rausgeschrieben, sowas, was mir eingefallen ist. Und das kann man jetzt natürlich auf alle Studiengänge beziehen. Ich habe auch das BAföG mit reingenommen, weil ich euch einfach alle Wege zeigen will, die ich kenne. Und ich habe euch aber auch noch Links rausgesucht, die sind auch wieder unten in der Beschreibung, wo ihr dann euch weiter informieren könnt. Bezüglich, wie man es in Deutschland macht und wie man es in Österreich macht. Also, fangen wir mal an. Nummer 1. Eltern und Verwandte. Das heißt, das ist eigentlich der erste Punkt. Wenn eure Eltern genug verdienen, dann solltet ihr euch an die wenden, dass sie sind eigentlich dazu verpflichtet, dann für euch das Studium zu bezahlen. Auch wenn es im Prinzip dann so oft, man könnte es genauso machen wie beim BAföG. Das heißt, ihr müsst einen Teil zurückzahlen. Das dürfen eure Eltern machen und das wäre auch in Ordnung, weil beim BAföG, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld ich jetzt bekomme, müsste ich hochrechnen, aber ich muss insgesamt nur 10.000 zurückzahlen. Das ist das Maximum. Und das ist wirklich nichts. Das heißt, falls ihr euch irgendwie Geld leihen könnt oder jemanden in der Familie habt, der euch wirklich finanzieren kann, dann würde ich empfehlen, wendet euch an ihn. Das ist immer besser als irgendwie ein Kredit oder sonstiges. Punkt Nummer 2. BAföG und Studienbeihilfe. Studienbeihilfe, dazu werde ich gleich was sagen. BAföG ist für die Leute gedacht, die aus bestimmten Gründen nicht arbeiten können. Oder die Eltern viel zu wenig verdienen. Das ist bei mir der Fall. Meine Eltern verdienen nichts. Mein Vater ist sehr alt, meine Mutter ist krank. Und dementsprechend müsste ich im Prinzip sehr viel arbeiten gehen. Würde ich wahrscheinlich, ja, womöglich würde ich sogar schaffen. Ich würde schon einen Weg finden. Aber dadurch habe ich die Möglichkeit, ich kriege BAföG 670 Euro. Das ist der Regelstudiensatz oder 679, irgend sowas. Da ist dann die Versicherung drin, da ist alles mit drin. Und davon muss ich dann einen Teil zurückzahlen. Studienbeihilfe ist der Begriff für Österreich. In Österreich gibt es auch eine Studienbeihilfe und die wird bestimmten Leuten auch aus der EU gewährt. Das heißt, da musst du dich weiter informieren, ob es für dich in Frage kommt. Weitere Infos findest du unten in der Beschreibung, in dem Link. Kannst du alles nachlesen. So, Nummer 3. Stipendien. Da gibt es viele, viele Wege. Es gibt Stipendien, die sind eher so für Leute, die sich sozial engagieren, wenn ihr zum Beispiel beim Roten Kreuz seid oder wenn ihr irgendwie andere Sachen macht, wo ihr euch sozial engagiert und eine gute Stellung habt und wirklich viel leistet, dann
könnt ihr euch dort bewerben und ihr habt gute Chancen, dass ihr genommen werdet. Und da habt ihr auch, ihr kriegt im Prinzip das gleiche Geld, wie ihr bei BAföG kriegen würdet. Und das gibt es natürlich auch in Österreich. Es gibt in Österreich ganz, ganz viele Stiftungen und ihr müsst immer weiterdenken. Es gibt nicht nur diese Stiftungen, diese politischen Stiftungen halt, sondern es gibt auch zum Beispiel bestimmte Firmen, die euch finanzieren können. Es gibt bestimmte Privatpersonen, die das auch machen. Und zum Beispiel Vodafone vergibt auch immer wieder irgendwelche Stipendien. Da kann man sich auch drauf bewerben. Diese Stipendien sind teilweise noch besser als von diesen politischen Stiftungen. Und wie gesagt, ihr könnt es auch in Österreich anwenden, weil es gibt auch in Österreich solche Stiftungen, bei denen ihr dann ein Stipendium ergattern könnt. Das ganze Auswahlverfahren ist richtig, richtig happig. Ich habe das zum Teil auch mitgemacht mittlerweile und das müsst ihr, ja, da muss man wirklich reinhängen, aber es ist möglich, da durchzukommen. Ich kenne einige Leute, die es geschafft haben und dann eben ihr Studium über Stipendien finanzieren. Nummer 4, Nebenjob. Und der Kollege hat mich auch gefragt, Herr Mischa, ist es denn möglich, während dem Medizinstudium so viel zu arbeiten, dass man genug Geld hat? Schaffe ich das überhaupt neben dem Medizinstudium? Und ich sag mal ja und nein. Also es ist im ersten Semester wahrscheinlich etwas schwierig, weil du musst dich erstmal reinfinden und schauen, ja, was mache ich denn? Und da kann es mit der Zeit ein bisschen happig werden. Oder zum Beispiel während dem Physikum. Da war es auch so, dass ich habe jeden Tag gelernt, ich hatte keine Zeit, da wirklich irgendwo arbeiten zu gehen. Und da musst du aber ein bisschen schlau sein und zum Beispiel fürs erste Semester ein bisschen vorarbeiten. Du kannst ja einen Ferienjob zum Beispiel machen, dann ballerst du dann 2000 Euro rein oder sowas und das reicht dir halt für einige Monate. Und du brauchst ungefähr 700 Euro pro Monat, das heißt zwei Monate kommst du durch und dann ein bisschen mehr irgendwo arbeiten mit einem Fließband oder sonst was. Da gibt es wirklich richtig gute Jobs, die richtig gut bezahlt sind, zum Beispiel bei Siemens oder bei Bosch oder was gibt es da? Ja, so verschiedene Firmen musst du dich einfach umschauen. Vielleicht kannst du bestimmte Sachen, ich habe zum Beispiel an der Bar gearbeitet vor der Uni und ich habe dort irgendwann bis zu 25 Euro pro Stunde verdient. Dementsprechend, hey, es gibt ganz, ganz viele Wege, um da an Geld zu kommen. Später, also während einem normalen Studienalltag, wenn du jetzt nicht gerade in der Prüfungsphase bist, ist es auf jeden Fall möglich, nebenher zu arbeiten. So ein 450-Euro-Job ist easy erledigt und dann muss man halt natürlich schauen, dass man in den Semesterferien bisschen reinhaut und Geld reinholt. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich verdiene nicht so viel Geld und da geht man zum Beispiel für seine Praktika ins Ausland, zum Beispiel in die Schweiz. Da kriegt man nämlich Geld fürs Arbeiten. Ich war jetzt zum Beispiel in Zürich und da habe ich irgendwie 1000 Franken oder sowas bekommen. Also es gibt immer Möglichkeiten, wie man das finanzieren kann. Und das ist auf jeden Fall möglich, neben dem Medizinstudium noch vieles zu machen. Schaut euch einfach mich an. Ey, ich bin 5 bis 6 Mal die Woche im Training, also 2 Stunden pro Woche. Ich mache das YouTube-Zeug, ich mache jetzt noch Rezepte, ich habe jetzt eine Webseite aufgezogen. Ich habe auch noch Privatleben nebenher natürlich. Ich treffe mich mit anderen Leuten bezüglich verschiedener Business-Sachen, die ich gerade bei denen ich gerade was anläuft. Also ich mache sehr, sehr viel nebenher. Und es ist auf jeden Fall möglich, es zu schaffen. Ich müsste natürlich, wenn ich jetzt kein BAföG kriegen würde, müsste ich für bestimmte Sachen jetzt arbeiten gehen. Und da hätte ich halt weniger Zeit zum Beispiel. Ich könnte halt keine 12 Stunden Sport pro Woche machen, sondern ein bisschen weniger. Aber es ist alles möglich. Nummer 5, KfW-Kredit. Das ist ein bisschen, ich würde sagen, das ist um einiges chilliger als so ein Nebenjob. Oder was weiß ich was, wenn ihr halt irgendwie, eine Stipendienbewerbung. Klar, für die Stipendienbewerbung musst du was tun, für einen KfW-Kredit, da gehst du hin zur Bank und in der Regel gewähren die dir einen Kredit. Und die Zinssätze sind wirklich relativ gut, muss man sagen. Ihr müsst es klar zurückzahlen, aber ich sag's mal so, meine Tante hat in den USA studiert und hat ungefähr 300.000 Schulden oder sogar mehr. Und 300.000 Dollar Schulden, das müsst ihr euch mal vorstellen, nach dem Studium. Wenn ihr da euch einen Kredit aufnehmt, dann werdet ihr vielleicht am Ende 40.000, man muss immer hochrechnen, ich weiß es nicht genau, 40.000 Schulden haben oder sowas. Vielleicht 50, ja, auch wenn es auf 100 hochkommen würde. Leute, ganz im Ernst, ihr werdet als Mediziner und allgemein als Akademiker, werdet ihr später genug verdienen, um das zurückzahlen zu können. Die meisten Leute schieben in Deutschland wirklich so eine Panik von diesen Krediten. Oder dass man sagt, es kann irgendwie nicht richtig sein, dass man im Kopf hat,
Ich muss immer die Bildung umsonst kriegen. Ich muss nicht investieren. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ihr müsst investieren, um etwas zu bekommen. Immer. Nur auf der einen Seite ist zum Beispiel beim BAföG, da kriegt ihr es halt vom Staat. Ihr müsst halt ein bisschen weniger zurückzahlen, zahlt ihr halt 10.000 zurück. Und hier müsst ihr richtig investieren. Beim Nebenjob investiert ihr auch Geld und investiert Zeit. Dann müsst ihr halt arbeiten gehen. Das geht von eurer Lebenszeit weg. Das müsst ihr so sehen. Wenn ihr einen Kredit aufnehmt, dann könnt ihr chillig leben. Ihr habt eure 670 Euro, also genauso wie BAföG, so viel kriegt ihr halt. Müsst es halt am Ende zurückzahlen. Aber wenn ihr Mediziner seid, am Ende, ihr kriegt 4.000 Euro ungefähr, 3.500 auf die Hand netto in der Regel so ungefähr. Das ist das, was ich von den Leuten, die jetzt fertig sind, mitbekomme in Deutschland. 3.500 netto auf die Hand, das heißt, alles ist schon weg. Das ist das, was die halt im Prinzip so übrig haben. Davon könnt ihr locker das Zeug zurückbezahlen. Und wenn ihr dann Facharzt seid, wenn ihr Oberärzte seid oder euch niedergelassen habt, das geht ratzfatz. Und dann ist das Ganze abbezahlt. Das heißt, macht euch nicht so einen Kopf und überlegt euch immer, wenn ihr Geld verdienen geht, verbraucht ihr natürlich auch Zeit. Und Zeit ist etwas richtig Wertvolles. Ich persönlich würde wahrscheinlich, man kann auch verschiedene Sätze an Krediten aufnehmen, einen Teil über den Kredit decken und einen Teil zum Arbeiten gehen. So würde ich es wahrscheinlich machen. Ansonsten Sonstiges. Es gibt noch solche Sachen wie irgendwelche Fonds und sonst was. Und da habe ich euch alles in den Links, steht alles drin. Das heißt, geht dahin, also klickt das unten an und informiert euch. Ich kann euch natürlich nicht alles hier in einem Video innerhalb von 10 Minuten oder wie lange das Video gerade dauert, genau 10 Minuten, alles erklären, was es so gibt. Ich habe euch jetzt einen groben Überblick gegeben, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich persönlich würde an deiner Stelle, wenn du nach Österreich gehst, ganz ehrlich, ich würde versuchen, auf jeden Fall die Studienbeihilfe oder sowas zu bekommen. Ich würde aber erstmal meine Eltern natürlich fragen, vielleicht können die ein bisschen was beisteuern. Und ansonsten würde ich das Ganze wirklich kombinieren aus diesem KfW-Kredit. Und ich würde noch einen Nebenjob machen. Also ich würde diese beiden Sachen machen. Und dann bist du eigentlich gesaved. Es gibt keinen Grund, das Studium nicht zu machen. Nur weil du sagst, ich glaube, das scheitert jetzt am Geld. Es scheitert nicht am Geld. Denkt immer daran, dass es in Deutschland wirklich eine Ausnahme ist, dass ihr das Ganze umsonst bekommt. Und in USA und überall sonst müsst ihr richtig hart in eure Bildung investieren. Ihr müsst wirklich viel Cash hinlegen, damit ihr was lernt. Aber das lohnt sich am Ende. Da werdet ihr von profitieren und ihr werdet das locker zurückzahlen können. Leute, das war's zu diesem Video. Falls ihr Fragen habt, einfach unten drunter schreiben, wie immer. Besucht mich auf Facebook, die Adresse steht unten in der Beschreibung. Und schaut bei Ella vorbei. Das ist ein richtig cooler Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.